Moin moin und hallo Leute, mein Name ist FreshG und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Commentary. Heute seht ihr im Hintergrund ein bisschen Hardcore Team Deathmatch in Black Ops 2. Ich bin unterwegs mit der AN94 und mein Thema heute ist Hashtag Freiheit. Und für alle Leute, die nicht mitbekommen haben, worum es dabei überhaupt geht, was ist überhaupt passiert? Also, Simon Unge, bekannt durch den YouTube-Kanal Ungespielt bzw. auch Ungefilmt, ist im Konflikt mit seinem YouTube-Netzwerk Mediakraft. Was ist überhaupt ein YouTube-Netzwerk? Ganz einfach. Ein Netzwerk ist auf YouTube zur Unterstützung und Förderung des YouTubers zuständig. Also die Vermarktung und Unterstützung des Kanals liegt in den Hauptaufgaben eines YouTube-Netzwerkes. Die können zum Beispiel Verträge mit irgendwelchen Firmen heranholen oder auch einfach Kooperationen starten mit anderen YouTubern, die meistens dann auch im selben Netzwerk sind. Also der YouTuber an sich, der in dem Netzwerk ist, steht im Mittelpunkt und man möchte ihn damit einfach unter die Arme greifen, dadurch, dass er quasi seinen Beitrag zu dem Netzwerk leistet. Und was war nun überhaupt genau der Fall? Damit ich das alles so ein bisschen aufbauen kann für euch, damit ihr das Hintergrundwissen habt, wozu ich nachher meine Meinung sage. Simon, Dena, Sheng und Ju sind alles bekannte YouTuber und die haben im September diesen Jahres eine Longboard-Tour vom nördlichsten Punkt Deutschlands, dem Ellenbogen, auf Sylt über 1300 Kilometer, nur auf dem Longboard, bis nach Schloss Neuschwanensee in den Süden angetreten. Und so eine Reise muss natürlich gut vorbereitet und finanziert werden. Mediakraft war nicht bereit, die Jungs dabei zu supporten und so mussten die natürlich aus eigener Kraft irgendwie ein Sponsoring heranholen. Erst nachdem die Deutsche Telekom ihre Unterstützung zusagte, soll Mediakraft laut Aussagen von Simon irgendwie total aus allen Wolken gefallen sein und plötzlich ganz, ganz viele Versprechungen gemacht haben. Ja, wir supporten euch hier und da. Und leider war das Ganze nur Schall und Rauch. Mediakraft löschte sogar einige Videos der Longboard-Tour und tauschte sie einfach aus, was meiner Meinung nach überhaupt nicht in Ordnung geht. Aber ich sag mal so, das muss auch irgendwo im Vertrag stehen, sonst werden die das nicht einfach so machen. Tja, das war sozusagen der letzte springende Punkt, warum das fast zum Überlaufen kam. Und für mehrere Hintergrundinfos könnt ihr noch die Videos von Simon angucken. Die sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Und was sind nun die Folgen von dieser Sache? Nach all diesen Vorfällen möchte Simon nun Mediakraft verlassen und wird neben den vielen Hin und Her, was Mediakraft angeht mit Anwälten und sowas, von Mediakraft bedroht nach dem Motto, wenn du uns verlässt, dann bringen wir dich in die Privatinsolvenz. In einem Video über Facebook, wie gesagt, ist in der Beschreibung, hat er seine Situation beschrieben und kann damit sogar in einige Magazine, in die Nachrichten, auf mehreren Internetseiten ist das Top-Thema gewesen. Und was er nicht bedacht hat, ist in diesem Fall den Shitstorm, den er dadurch ungewollt ausgelöst hat. Viele seiner Zuschauer fingen an, die Mitarbeiter von Mediakraft und andere Partner im Netzwerk zu beleidigen bzw. zu haten. Zig Memes gegen Mediakraft sind auf Facebook im Umlauf und manche drohen der Geschäftsführung sogar mit dem Tod. Sowas zeigt mir wieder einfach, und das ist der springende Punkt, worauf ich hinaus will, wie viele Personen auf YouTube oder auch auf Facebook und Twitter nicht die eigenen Handlungen reflektieren. Da wird einfach wieder die Meinung von einer Person übernommen, ohne abzuwiegen, was man davon nicht besser in Frage stellen sollte. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass man seinen Lieblings-YouTuber nicht supporten darf oder so. Aber solche Kommentare und Bilder schaden dem Simon in diesem Fall wesentlich mehr als irgendwas anderes. Anstatt ihn einfach zu supporten und ihm zuzusprechen, werden jetzt auch negative Dinge mit ihm und seinem Hilferuf in Verbindung gebracht. Und das ist das Ding. Jetzt gibt es sogar Leute, die meinen, tja, da merkt man, das hat er überhaupt nicht irgendwie durchdacht und hat nicht gewusst, welche Macht und Verantwortung er hat, als wäre er 15, wozu ich ganz einfach nur sagen kann, dass mir spontan viele erwachsene und alteingesessene YouTuber über 35 Jahre einfallen, die noch wesentlich dickere Scheiße am Hacken haben, ja, also zu diesen Aussagen möchte ich mich gar nicht weiter äußern. Das ist zwar keine Entschuldigung dafür, dass er nicht mehr Vorsicht walten ließ, aber das ist auch ein Teil solcher Videotagebücher, finde ich persönlich. Es ist eben einfach häufig nicht ganz so durchdacht und es kann gut gehen, aber manchmal geht's halt auch komplett in die Hose. Was will ich eigentlich damit sagen? Ganz einfach, ich mache mal kurz das Kaminfeuer für euch an gleich, dann könnt ihr euch darauf konzentrieren, was meine Meinung zu der Sache ist.
passt auf, was ihr in welcher Form auf YouTube oder in anderen sozialen Netzwerken verbreitet und mit wem ihr einen Deal eingeht. Ich hoffe einfach, dass es besonders die jungen Zuschauer in dieser Form und mit diesem Beispiel besser erreicht, als wenn es ständig von den Eltern gepredigt wird. Wir wurden auch schon von vielen Netzwerken angefragt und komischerweise sogar von Fullscreen, die jetzt nicht so klein sind, aber bisher waren wir einfach vorsichtig, haben nachrecherchiert und abgelehnt, weil manchmal wegen diesen ganzen komischen Regeln, die uns dann aufgezwungen werden, und manchmal war es eben einfach das Bauchgefühl, was gesagt hat, nee, lass es lieber sein. Wir sind seit knapp 4 Jahren auf YouTube mit Gambliss und da müssen wir jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendeinen Vertrag eingehen, wo wir später unser blaues Wunder erleben. Und genau das gleiche gilt auch für jeden anderen, egal wie groß ihr seid. Reflektiert und schaut, was für euch persönlich richtig oder falsch ist und rennt nicht irgendeiner fremden Meinung hinterher, ohne es zu durchdenken. Ne? Das ist der ganz, ganz wichtige Punkt. Das kann einem erfahrenen Menschen passieren, das kann aber ganz besonders auch vielen Menschen, die noch etwas jünger sind, passieren und genau deswegen möchte ich diese Warnung einfach mal rausbringen. Aber genug von meiner Meinung, was sind eure Gedanken zu dem Thema? Habt ihr das überhaupt mitbekommen? Habt ihr selbst Erfahrung mit irgendwelchen Knebelverträgen oder habt ihr sogar Tipps für andere, wie man nicht in solche Fallen tappt? Ab damit in die Kommentare. Über die Bewertung oder das Teilen von dem Video bin ich natürlich sehr, sehr dankbar. Macht's gut, Leute, frohe Weihnachten und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!